Hallo ihr Lieben, gestern habe ich mit Andrea Nahles das Rentenkonzept unserer Partei vorgestellt. Wir haben zum Ziel, die Rente sicher zu machen für Jung und für Alt. Und unser Hauptanliegen ist dabei, dass wir auf der einen Seite die Niveaus der Rente, also das, was man rausbekommt, stabil halten, aber auch für die junge Generation die Beitragssätze stabil halten und das bis weit ins nächste Jahrzehnt. Ganz wichtig ist uns aber, mit uns wird es keine Verlängerung der Lebensarbeitszeit geben. Die CDU will, dass die Menschen bis 70 arbeiten. Wir wollen, dass man nach einem langen Arbeitsleben in einer gesicherten Rente mit 67 in Rente gehen kann. Was uns natürlich in dieser Woche auch berührt hat, sind die furchtbaren Terroranschläge. Einmal in London, dann auch in Teheran. Wir leben in turbulenten, in dramatischen Zeiten, in denen der menschenverachtende Terrorismus wahllos und blind seine Opfer aussucht und zuschlägt. Wir dürfen uns davon nicht verunsichern lassen. Wenn Theresa May im Lichte dieses Terrors die Grundrechte einschränken will, ist sie genau auf der falschen Fährte. Denn das wollen die Terroristen, dass wir unsere Prinzipien und Werte aufgeben, weil sie uns einschüchtern. Das werden wir nicht zulassen. Wenn Donald Trump aus dem Klimaabkommen aussteigt, ist das eine besorgniserregende Entscheidung. Wir müssen alles tun, damit diese Welt auch für unsere Kinder und deren Kinder noch lebenswert ist. Deshalb ist es verantwortungslos, was da läuft. Die Antwort darauf muss sein, dass wir Deutsche in Europa mit unseren europäischen Partnern zusammen dafür sorgen, dass wir die Klimaziele erreichen können. Dafür müssen wir alles tun. Das ist unsere Pflicht. In dem Sinne freue ich mich über eure Unterstützung.